Schon seit 1963 wird davon gesprochen. 1974 wurde dieser Mythos weltweit bekannt und beliebt durch ein Buch über ihn, welches weltweite Auflagen in Millionenhöhe erzielte. Das Gebiet, um welches sich der Mythos dreht, soll schon unzähligen Menschen das Leben gekostet haben. Immer wieder verschluckt es Flugzeuge und Schiffe, ohne dass diese jemals wieder gesehen werden. Das Thema heute: das Bermuda-Dreieck. Vincent Geddes, ein amerikanischer Journalist und Autor, prägte den Begriff Bermuda-Dreieck im Jahre 1963. Später im Jahr 1976 veröffentlichte er außerdem ein Buch über das Bermuda-Dreieck namens Geisterschiffe, das Bermuda-Dreieck und andere ungelöste Rätsel der Meere. Im Jahr 1974 veröffentlichte der Schriftsteller und Linguist Charles Berlitz und J. Manson Valentine ein Buch namens The Bermuda Triangle, welches sich äußerster Beliebtheit erfreute und sich weltweit millionenfach verkaufte. Das war der eigentliche Startschuss für den Mythos des Bermuda-Dreiecks. Doch was ist dieses Bermuda-Dreieck eigentlich? Als Bermuda-Dreieck wird diese Fläche hier zwischen Miami, Puerto Rico und den Bermuda-Inseln bezeichnet. Das Besondere an diesem Gebiet ist, dass hier angeblich unglaublich viele Schiffe und Flugzeuge teilweise bei besten Wetterbedingungen und mit den erfahrensten Mannschaften spurlos verschwinden. Aber wie darf man sich das vorstellen? Da haben sich die Forscher doch bestimmt die ein oder andere Theorie zusammengereimt, was der Grund für diese Vorkommnisse sein könnte. Besonders bei Verschwörungstheoretikern sind natürlich folgende Versionen sehr beliebt. Aliens oder Bewohner von Atlantis lassen die Flugzeuge und Schiffe verschwinden. Doch auch von wissenschaftlicher Seite aus gibt es Erklärungsversuche. Zahlreiche Wissenschaftler haben sich im Laufe der Jahre mit dem Phänomen Bermuda-Dreieck auseinandergesetzt. Dabei wurden gewaltige Methangasvorkommen im besagten Gebiet entdeckt. In einer gewissen Wassertiefe kommt es ab und an vor, dass sich aus Methangas Methanhydrat bildet. Dieses liegt dann in Form von sogenannten Hydratbrocken vor. Gibt es Druck- oder Temperaturänderungen, kann es sein, dass das Methangas aus den Hydratbrocken entweicht und an die Wasseroberfläche steigt. Dieser Vorgang wird auch als Methanausbruch bezeichnet. Die Dichte des aufsteigenden Gemisches ist jedoch geringer als die des gewöhnlichen Meereswassers. Gering genug sogar, um Schiffe ihren Auftrieb verlieren zu lassen, was für einen Untergang eines Schiffes sorgt, unter welchem größere Mengen Methangas an die Wasseroberfläche steigen. Natürlich wirkt das nicht gleich wie ein Sog in die Tiefe, sondern stoppt nach einigen Metern wieder, vor allem da ja nicht immer gleich riesige Mengen an Methangas aufsteigen. Diese Meter reichen aber meistens schon, um Wasser in das Schiff eindringen zu lassen und so einen Untergang herbeizuführen. Da das Verschwinden oftmals mit dem Ausfall der Navigationstechnik einhergeht, spekulieren Wissenschaftler schon länger über die Existenz von elektromagnetischen Feldern im Bermuda-Dreieck, welche für einen Totalausfall der Navigationstechnik an Bord von Flugzeugen und Schiffen sorgen. Manchmal ist in diesem Zusammenhang auch die Rede von Anomalien im Erdmagnetfeld. Entsprechendes konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Auf das Verschwinden von Schiffen bezogen, zog man zudem eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Kavenzmännern, also riesigen Wellen, im Gebiet des Bermuda-Dreiecks in Betracht, doch auch das konnte nicht nachgewiesen werden. Letztlich gibt es noch ganz einfache Erklärungen, wie zum Beispiel Stürme, welche für das Abstürzen von Flugzeugen oder das Untergehen von Schiffen verantwortlich gemacht werden können. Diese gibt es jedoch überall auf der Welt, also wäre das keine überzeugende Erklärung für das übermäßige Verschwinden von Flugzeugen und Schiffen. Immer wieder ist die Rede von seltsamen Vorfällen im Bermuda-Dreieck, bei denen ganze Mannschaften spurlos verschwanden. Der berühmteste Vorfall ist das Schicksal des Flight 19. Flight 19 war eine Trainingseinheit der US Navy, welche aus 5 Torpedobombern bestand und am 5.12.1945 im Gebiet des Bermuda-Dreiecks verschwand. Bei der Suche nach den verschwundenen Bombern entdeckte man eine gewaltige Öllache im Wasser und über 30 Meter hohe Flammen inmitten dieser. Nie wurde auch nur ein Wrackteil der Bomber oder eine Spur der Besatzung gefunden. Nachdem wir all diese Erklärungsversuche und diesen berühmten, gut dokumentierten Fall betrachtet haben, stellt sich uns umso intensiver die Frage: Warum verschwinden im Bermuda-Dreieck so viele Flugzeuge und Schiffe? Liegt es an grünen Männchen? Liegt es an einer der vielen wissenschaftlichen Erklärungen? Und ausnahmsweise muss ich auch zu den wissenschaftlichen Erklärungen sagen: Nein,
Daran liegt es nicht. Natürlich wird es hierbei auch zu Schiffbrüchen und Flugzeugabstürzen gekommen sein, aber daran liegt es nicht, dass im Bermuda-Dreieck so ungewöhnlich viele dieser Vorfälle stattfinden. Tatsächlich handelt es sich bei dem Mythos des Bermuda-Dreiecks nämlich gar nicht um ein wissenschaftliches Phänomen, sondern vielmehr um einen statistischen Irrtum. Der Pilot, Fluglehrer und Autor Lawrence David Kusche veröffentlichte im Jahr 1980 ein Buch namens The Bermuda Mystery Solved, also das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks gelüftet. In diesem Meisterwerk der skeptischen wissenschaftlichen Betrachtung und Recherche deckt er auf, dass rein statistisch gesehen die Zahl der verschwundenen Flugzeuge und Schiffe im Bermuda-Dreieck identisch ist mit der in jedem anderen Teil der Welt. Er errechnet prozentual anhand des Verkehrsaufkommens in Relation zu anderen ozeanischen Gebieten, dass der Mythos des Bermuda-Dreiecks vor allem eines ist: ein Mythos. Ausgelöst durch die Veröffentlichungen von Autoren in den frühen 1970er Jahren, welche eben diese prozentuale Verrechnung nicht bedacht haben, wurde das Bermuda-Dreieck zu einem salonfähigen Missverständnis der Verschwörungsgeschichte. Doch immer wieder ist doch die Rede davon, dass keine Wrackteile gefunden werden. Wo sind die denn bitteschön hin? Nun, dafür haben wir im Bermuda-Dreieck zwei Faktoren, den Golfstrom und Treibsand. Der Golfstrom transportiert Wrackteile innerhalb kurzer Zeit weg und der Treibsand am Meeresgrund lässt sie für immer unter sich verschwinden. Die Recherche zu diesem Thema hat mir besonders viel Spaß gemacht. Schon früher hatte ich vom Bermuda-Dreieck und auch den Lawrence'schen Erkenntnissen gehört und war überrascht, wie leicht letztere zu finden waren. Trotz dieser einfachen Auffindbarkeit sind die Legenden des Bermuda-Dreiecks immer noch ein fester Bestandteil des Allgemeinwissens vieler Menschen. Ich hoffe, dieses Video konnte wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen, dass sich das ändert. Bildet euch gerne selbst eine Meinung. Ich habe euch einen Bruchteil meiner Quellen in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst gerne Feedback, ein Abo und einen Daumen da. Schreibt mir eure Themenvorschläge für zukünftige Videos gerne in die Kommentare. Checkt die Playlist zu diesem Format aus, indem ihr auf das i klickt. Wir sehen uns dann am 1. zu einem Jahresrückblick. Stay crazy. Every single day.